Hallo zum Nagelkunstradio, heute von und mit mir Nails Café Tea an einem, ich würde sagen, es wird wieder ein Dienstagvideo. Ich möchte alle begrüßen, die von Anfang an treu zu meiner Seite standen und mich weiterhin begleitet haben bis zum heutigen Tag. Da erstmal nochmal ganz klar, danke, danke, danke. Ihr pusht mich, ihr unterstützt mich, ihr seid so, so, so lieb, ihr seid so genial. Es macht mir immer mehr Spaß, also nicht nur einen Riesenspaß, sondern mit euch, die auch immer mehr dazukommen, die möchte ich hiermit natürlich auch herzlich begrüßen, die jetzt gerade so ganz frisch im August dazugekommen sind. Das waren, glaube ich, 10 oder so, keine Ahnung. Ich hatte ja mal namentlich genannt, die neuen Abonnenten. Ich würde es gern wieder tun, aber ich habe im Moment so ein bisschen den Überblick verloren, dadurch, dass die Ferienzeit so schnell auch an mir vorbeigegangen ist und ich so viele Dinge vorhatte mit der Familie. Und irgendwie, ich habe da den Fokus verloren. Seid mir nicht böse, aber alle, die neu dazugekommen sind, herzlichen Dank für euer Vertrauen, dass ihr auch hier euch wohlfühlt, wünsche ich mir, dass ihr auch so wie meine schon immer da gewesenen Abonnenten mit teilhabt an der Community, an Austausch, an Teilen von Informationen, Tipps und Tricks eurerseits, und nehmt auch hier bitte natürlich ganz viel mit für euch, für euren Nageltisch, für eure Nägel, für eure schönen Hände. Und begrüße euch hiermit recht herzlich. Und alle die, die noch unentschlossen sind, abonniert gerne den Kanal. Er ist kostenlos. Muss man das eigentlich immer sagen? Bezahlt man eigentlich für manche? Keine Ahnung. Also hier ist wirklich nur, ich wollte gerade Spiel und Spaß sagen, aber Hobby, Leidenschaft, Farben, Explosionen, Impressionen, Inspiration, alles, was man sich so rund um das Nageldesign so wünschen könnte, hoffe ich zu erfüllen. Und auch da abonniert doch gern den Kanal, fühlt euch zu nichts gezwungen, alles eine freie Entscheidung. Aber über einen Kommi, sage ich ja immer, freue ich mich am allermeisten, weil ich mag das gerne, mit euch im Austausch zu stehen. Und und ich freue mich auch immer über die langen Texte. Das muss ich schon sagen, ich habe hier ein paar fleißige Schreiber. Freue ich mich jedes Mal wie ein Schnitzel. Ich sitze da vor meinem PC und lese das mit voller Leidenschaft und Liebe und freue mich so über jedes nette Wort. Und ich schicke genauso mein Kommi dann, beziehungsweise die Antwort auf euer Kommi zurück, das wisst ihr. Und ich hoffe, dass ich das beibehalten kann, weil die 200 sind ja jetzt auch schon geknackt inzwischen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich wollte ja eigentlich so das gar nicht mehr thematisieren, aber ich muss echt sagen, hey, hallo, vielen, vielen Dank. Also seid herzlich willkommen alle da draußen. Und sie redet schon wieder zu viel. Sie redet schon wieder zu viel. Aber manchmal muss das einfach mal raus. Auch von mir wieder ein Dankeschön. Und ganz ehrlich, ihr habt das bestimmt schon gesehen. Ich habe das Verlosungsankündigungsvideo und das Verlosungsvideo als solches runtergenommen und verpackt in mein Herz. Weil es waren so viele liebe Kommentare und es hat mich einfach bestärkt, weiterzumachen. Sonst wäre ich nicht hier. Also sonst hätte ich das irgendwann abgebrochen. Aber mir hat es eine Riesenfreude gemacht, euch was zusammenzustellen und Freude zu schenken. Und das ist so mein Dankeschön. Und ich würde es gern wiederholen. Also ich würde es bei den nächsten, weiß ich nicht, sag doch mal, wann sollte man die nächste Verlosung starten? Ab wie viel Abonnenten? Ich bin da nicht so firm drin. Ich weiß auch nicht, soll man da echt warten bis 1000? Das ist schon ein hochgestecktes Ziel, das hatte ich auch mal gesagt. Aber ich möchte ja keine Ziele erreichen, in dem Sinne Abonnenten-Phishing, ja, heißt das eigentlich so? Ich möchte einfach mit euch gemeinsam zusammen sein, online, ne? Interaktiv auf der weiten Welt des World Wide Webs mit euch Kontakte knüpfen und halten und einfach nur Austausch. Aber trotzdem, ich möchte euch, also hier gibt es erstmal ein halbes Herz mit Handschuh, ein halbes Herz. Oh je, sagt mal, schauen wir mal auf die Uhr. Es ist doch schon 20 nach 7. Hallo, ich schaff's wieder nicht. Also Wortsalat kennt ihr ja auch von mir. Nein, ich möchte euch einfach immer mal wieder Danke sagen. Und das war so der Spaß. Die Verlosung hat echt riesen Spaß gemacht und das möchte ich auch gerne wieder machen. Mal gucken, 500 oder 1000? Entscheidet ihr doch mal. Schreibt es in die Kommentare. Bei 1000? Hochgestecktes Ziel oder schon bei der 500? Keine Ahnung.
Ich möchte euch was zurückgeben, weil ihr habt mir in den Kommentaren so viele liebe Worte immer wieder geschenkt und mein Herz warm gemacht. Ja, jetzt wird es wieder kälter draußen. Ich brauche wieder Wärme im Herzen. Vielen, vielen Dank dafür und das treibt mich weiter an und es spornt mich an, euch immer wieder zu unterhalten. Nagelkunstradio, wir wissen Bescheid. Jetzt hat sie gequatscht. 5 Minuten 24. Mein Kaffee kühlt schon wieder ab. Der ist da. Keine Sorge. Es gab eine Abonnentin, die hat sich Sorgen gemacht, dass ich hier ohne Kaffee sitze. Hier ist er. Ich schon überlegt, ob ich mir eine Kaffeemaschine hier in die Ecke stelle. Ich hätte ja noch Platz. Genau, ich hätte ja noch Platz. Das ist das Thema. Schaut mal, das Video von meinem Nagel-Action. Ich habe euch ja nicht alles gezeigt, weil ich ja im Aufräumen und Organisieren bin, um das alles irgendwie auch für mein Auge schmackhaft zu halten. Die Tatsache, dass ich ein eigenes Zimmer hätte, hat sich leider oder vielleicht eher von mütterlichen Augen her betrachtet, erstmal in Luft aufgelöst. Das heißt, wir bleiben noch ein bisschen hier zusammen, eng in der Ecke sitzend und schämen uns. Nein, ich bin auch nicht traurig. So kann ich mich noch ein bisschen länger mit dem Gedanken befassen, dass mein Kind ein erwachsenes Kind ist. Ja. Das ist auch so eine Sache. Das muss man erstmal verpacken, obwohl ich es ganz sportlich nehme. Aber wie gesagt, ich bleibe hier in der Ecke sitzen. Es ist leider so. Und das heißt, wir müssen hier weiter aufräumen und umorganisieren. Und das Video von meinem Tisch kam supermäßig schnell gut an. Also das war jetzt wirklich einmal geschaut durch die Decke. So schnelle Klickraten habe ich bisher noch nie erreicht. Das scheint euch zu interessieren. Also haue ich euch wieder was auf die Linse. Wir schauen uns hier mal das Tray an. Ihr erinnert euch, mein Sideboard war total voll und übervoll mit Materialien aus dem Nageldesign. Und ich habe halt immer hier dieses süße, das kennen wir alle, nicht wahr? Wir kennen alle dieses wunderschöne von ihm, schwedischen Möbelhaus, blau-gelb gehalten, Tableau. Und ich habe das eigentlich erst so für mich im Wohnzimmer gehabt. Und habe mir nachher gedacht, weißt du was? Jetzt hast du schon überall hier diese Teile hier, dann schnappst du dir das und es wird jetzt umgestaltet, beziehungsweise als Tablett für Sammelsorium nach Exzessen am Nageltisch muss es herhalten. Das sind so 3, 4 Tage oder auch länger, wo ich das erstmal alles nach gemachtem Design, nach meinem Nägel machen oder wie auch immer, erstmal hier reinwerfe. Und dann irgendwann, wenn es so voll ist wie jetzt, fange ich an und räume es wieder weg. Weil ich habe manchmal so spezielle Farben, die ich dann immer wieder nehme, mich wiederhole quasi, weil ich es einfach so liebe. Und dann wieder raussuchen und wieder neu zusammenstellen. Hier sind aber jetzt Produkte drin, die ich auch gekauft habe, die ich kurz für mich in Augenschein genommen habe und erstmal hier rein. Wenn ich sie nämlich gleich wegräume, vergesse ich es, dass ich sie habe. Und dann wird es schwierig, das wieder herauszukristallisieren. Genau, also hier ist alles drauf. Hier ist erstmal drauf Stempel. Thema Stempel, finde ich, habe ich ein sehr schönes Video verfilmt hier auf meinem Kanal. Tipps, Tricks, also wirklich und ein äußerst heißer Tipp, den ich so auch noch nirgendwo wirklich gesehen habe. Wer Interesse hat, Probleme hat mit Stampingkissen, ich sage es hiermit nochmal ganz explizit, ich hau euch hier in die Ecke dieses Video rein. Schaut da bitte, es ist wirklich informativ von Anfang bis Ende und ich glaube, relativ zum Schluss kommt auch der absolute Tipp, der hier so manchen Ladies den Poppes gerettet hat, einen nagelneuen Stempel in die Tonne zu kloppen. Jawohl, also bitte, da in der Ecke reinschauen. Deswegen gehe ich hier jetzt nicht näher drauf ein, weil das ist so, das schmeiße ich, wenn ich gestempelt habe, hier erstmal rein und dann ist erstmal gut und dann räume ich es dann nachher wieder in die Stempelabteilung. Das räume ich beiseite. Alles, was ich jetzt vorhabe, ist eigentlich Farben wieder einsortieren. Deswegen werde ich jetzt alles andere Gedöns. Ich zeige euch, was hier drin ist, aber das werde ich dann beiseite schieben. Und die Farben, die schauen wir uns dann nachher an, wie ich sie für mich aufbewahre. Verpacke, wollte ich gerade sagen, aufbewahre, weil ich ja nun mal keine Schubladensysteme hier habe. Ganz lieben Gruß geht raus an die Abonnentin, die unter meinem letzten Video, sprich über meinen Nageltisch, über meine Ecke drunter geschrieben hat, die Alex-Geschichte von dem schwedischen Möbelhaus. Ich glaube, die Dinge heißen Alex. Ich habe damit auch geliebäugelt damals, als ich mir das hier überlegt habe mit meinem Tisch. Aber der Tisch ist halt oben unten ein Komplettsystem. Da passt kein Alex hin. Aber ich zeige euch, was ich trotzdem von IKEA mir für meinen Tisch besorgt habe. Das kennt auch jeder. Ich habe diesen Trolley.
diesen Trolley mit den drei Etagen, 1, 2, 3 Etagen, den ich hin und her schieben kann, den ich drehen und wenden kann. Und da sind so Sachen drin, die ich wirklich als Verbrauchsmaterialien deklariere. Das zeige ich euch gerne in einem anderen Video. So, jetzt räumen wir hier auf. Also ich bin jetzt im Aufräumwahn. Da habe ich nämlich hier dann, wie gesagt, in Sachen Stamping, habe ich hier noch einen schwarzen Stamping-Lack. Habe ich hier noch was zum Stempelabteilung ablegen. Ja, hier, das ist aber eigentlich, den nehme ich eigentlich immer für etwas zum aufrecht hinstellen, wie zum Beispiel, wenn mir hier so ein Fläschchen leer geht, dann stelle ich das auf den Kopf und damit es nicht umkippt, habe ich dann das hier zweckentfremdet, kommt aber jetzt wieder zurück in meine Stempelabteilung. Genau, ich hole jetzt erstmal alles raus, was keine Farbe ist. Ja, dann habe ich hier, das räume ich jetzt gerade schön ordentlich weg, Pigment in helft mir mal in Stiftform. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich den denn jetzt eigentlich ab? Ich bin ja echt am Umräumen, umstellen. Ja, ich werde ja jetzt verrückt. Wo habe ich denn meine Schublade mit meinen Pigmenten hingeschafft? Ja, ich bin gerade überfordert. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Oh, wo sind meine Pigmente? Ja, wisst ihr was? Tot peinlich, ne? Das ist, wenn man zu viel hat. Wenn man einfach zu viel hat. Aber das werden noch mehr davon. Da ist noch mehr an Pigmenten hier drin. Ne? Das weiß ich, weil ich neue geordert habe. Die sind übrigens hier mit drin. Also packen wir mal die Pigmente hier in die Kiste, dann sind die jetzt schon mal weg. Genau, neu geordert an Pigmenten habe ich diese hier, wo mir einer aufgegangen ist. Ich wollte jetzt so ein bisschen goldig, Roségold. Man denkt immer, hier wäre so viel drin. Ich mache es mal auf. Eins ist mir schon umgekippt. Da habe ich schon im Strahl gekotzt. Ja, da denkt man, es wäre so viel drin, aber gut, man braucht ja nicht viel, also wollen wir mal nicht unzufrieden sein. Lasst mich überlegen, ja, die habe ich über Amazon bezogen, genau, in Schwarz, ich hoffe, dass das ein bisschen besser ist. In Schwarz, was haben wir noch? Ja, so ein Anthrazitgrau, bin mal gespannt, jetzt für die Herbstzeit. Muss das jetzt an meinen Tisch zurückkehren? Ja, dann haben wir hier noch Gold und wieder so ein Rosé. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich es auch gedoppelt habe wieder mal. So, dann habe ich ja, hier stehe ich ja total drauf, Pigment gepresst. Mega tolle Geschichte, mega sauber. Das ist Pigmentabteilung. So, und da seht ihr, da ist so ein Schächtelchen zum Abtransport an den richtigen Platz, schon fast fertig gepackt. Jetzt gucke ich nochmal durch, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ja, da fliegen dann hier noch so Tipps rum, obwohl die von meinem Rahmen runtergeplumpst sind. Dann muss ich sowas wieder anbringen. So, dann gehen wir doch mal in Richtung Glitzer. Das kann da auch gleich mit rein. Ein absolutes Schätzchen. Nicole Weiß Sommerzucker. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe auch noch einen anderen. Ganz Anfang, als sie zu Anfang ihren Shop aufgemacht hat, da hat sie so riesen Fläschchen gehabt. Also, na, es ist eine Flasche. Auch mit so einem Glitzer, mit so einem Fein, der auch in alle Richtungen schimmert. Den habe ich immer noch. Eher so kühl mit bläulichen Schimmer, aber auch Multicolor. Finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Ja, ich habe viel Glitzer hier dabei. Also hier sind nochmal Transferfolien im Döschen. Die Döschen hasse ich ja, ne? Also mehr Platzverbrauch als nötig. Die muss ich auspacken. Die werden einsortiert in mein Booklet. Aufbewahrungstipps und Tricks habe ich auch hier bei mir auf dem Kanal. Schaut euch doch gerne durch. Ich habe noch keine Zeit gefunden, irgendwie eine Playlist anzulegen. Ja, das ist auch Glitzer. Ich glaube, der ist von Jolifine. Aus alter Zeit, der ist schon fast leer. Ja, ab und zu bestelle ich mir da was, wenn mich Angebote reizen. Ja, genau. Dann haben wir hier Maniac Style. Das habe ich mir, glaube ich, auf Kalka mal mitgenommen. Genau, das war Kalka-Einkauf. Genau, lange ist es her. Ich würde es mir auch nicht mehr antun, bis nach Kalka zu fahren. Und Düsseldorf ist mir einfach zu groß gewesen. Das habe ich einmal mitgemacht. Das war mir einfach Reizüberflutung pur. Brauche ich nicht als Hobby-Nagler mehr. Ich habe es damals halt wegen Gewerbe gemacht, weil ich in Startlöchern stand. Und dann, ja,
Habe ich kalte Füße bekommen und habe einen Rückzieher gemacht. Sind wir mal ehrlich. Manic Styles, ein bisschen gröber. Auch hier so wunderbar changieren, stehe ich ja total drauf. So, machen wir jetzt erstmal hier Glitzer alles weg und dann sehen wir, was an Farben übrig bleibt. Das war auch im Adventskalender letztes Jahr bei Jolifine drin. Das auch mega. Ich stehe ja nicht auf grün, aber das hier blau irisierend, ein tolles Teilchen. Das hier war ein Geschenk von der Lüni, ein kleines Geschenk von Lüni. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich auch noch mal testen. Dann hatte ich hier bestellt ein Schwarz in Gold. Kann man das eigentlich sehen? Ich hole euch mal näher ran. Gold irisieren so ein bisschen. Das ist von Love Nails gekommen jetzt vor kurzem. Da hatte ich eine kleine Bestellung gemacht. Genau, eine kleine Bestellung. Seht ihr, hier habe ich auch noch was. Das ist von da gekommen. Diese Nicole Diary sind tolle Stamping-Schablonen. Ich mag sie sehr. Hier habe ich schon eine ausprobiert und zwar hier auf meine Nägelschirn. Hier bin ich in der Waschmaschine hängen geblieben, habe mir meinen Nagel abgerissen. Das tut so weh. Ich laufe mit vier rum. Ich hab mir so weh. In diesen Löchern, wisst ihr? Und wenn ich so reingreife, bin ich manchmal unvorsichtig. Und wenn ich dann hier so wie hier jetzt eine russische Mandel trage, dann ja. Oder ein Stiletto hätte es auch jetzt wieder fetzen können. Also hier, ja, aua. Ah. Schmerz lass nach. Also das ist ein Stamping jetzt hier. Und zwar habe ich hier Lust gehabt auf Drachen. Also ich weiß jetzt auch nicht. Also Herbst ja, ne? Aber mit Drachen. Und hier bin ich wieder ganz mutig mit Grün unterwegs. Wer mich kennt inzwischen, weiß, Nels Café Tee mag kein Grün. Nur in der Natur. Ich drehe die mal um. Das ist nämlich diese hier. So. Ja, lauter schöne Drachenmotive. Sogar hier mit Schriftzug. Lustig, ne? Finde ich cool. Hat mir richtig gut gefallen. Und den habe ich jetzt hier. Den habe ich drauf. Und jetzt muss ich mal gucken. Der andere war der hier, glaube ich. Ne? Oder habe ich beide gleich? Nee, es sind zwei verschiedene. Also, ich weiß auch nicht, ich fand das cool. Ich stehe im Moment so auf Reptilien und so auf den Nägeln. Also, ganz tolle Geschichte. Ich packe die wieder rein. Auch dazu habe ich in meinem Stamping-Video Quick-Tipps in Sachen Verletzungsgefahr. Und das hier ist auch noch nicht fertig für meine Aufbewahrung. Hier muss noch die Folie wieder runter. Wollen wir es gerade zusammen machen, dann könnt ihr sehen, was ich mache. Könnt euch aber trotzdem das Video anschauen. Ich nehme einen Buffer her, einen ollen alten, und begradige mir hier die scharfen Kanten, wo kein Kunststoff hintergelegt ist, weil ich mich schon mal ganz böse da dran geschnitten habe. Und dann könnt ihr das ganz entspannt anfassen. Es gibt ja sogar Menschen, die kriegen da Gänsehaut, wenn sie so eine blöde scharfe Kante spüren. Und das mache ich immer so. So, und dann nehme ich meine Folie ab. Zack. Und gucken wir mal. Also, ich glaube, man sieht sogar besser, wenn ich es dran lasse, ihr Lieben. Das ist meine neue. Ich habe schon eine ähnliche, aber die von Nicole Diary hat mir irgendwie gefehlt. Die habe ich schon lange beliebäugelt. Toll finde ich halt, dass ihr hier solche Linien habt, ein bisschen breiter, damit wie sagt man, mit geometrischen Formen und dann mit Tierprint aufgelegt. Finde ich toll. Hier ist sogar ein kleiner Déjà. Genau. Bin gespannt, wie die ist. Die wollte ich eigentlich noch ausprobieren, deswegen ist die hier reingelandet. Die war klasse mit diesem Drachengeschichte. Ich denke mal, dass die auch gut ist. Deswegen kommt die ab in die Kiste für Stamping. Das heißt, in die Vor. In die, wie sag ich denn? Vorsortierbox. Ich sag mal Vorsortierbox. So, dann waren wir jetzt gerade bei Glitzer. Den liebe ich. Super Zeug. Habe ich sogar als Backup. Wer kennt ihn nicht? Oh, der ist noch zu. Ei, guck mal an. Der ist noch verschweißt. Also hier, Lini verschickt auch immer explizit ordentlich, ohne dass was. Und wenn, dann ist es halt mal so. Aber normalerweise habe ich noch nie da Transportschäden oder so gehabt. Meistens ist es ja die Transportfirma, die da meint, mit Basketball spielen zu müssen mit den Kisten. Keine Ahnung. Ja, super Zeug. Muss ich auch wegräumen. Dann habe ich hier ein bisschen Frühling. Ich benutze sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Sie sind so süß, aber ich habe sie sehr selten verarbeitet. Schmetterlinge in Neon. Oh ja, hier habe ich mir schon Herbst rausgesucht. Also manchmal ist es genau umgekehrt. Dann suche ich mir das zusammen und es landet hier drinnen. Das sind die Blätter.
Die sind halt ein bisschen tricky zu verarbeiten, aber wenn ihr die euch ein bisschen eindellt, ich sag's jetzt mal ganz böse, mit einem Spotty, mit einem dickeren, die plane Fläche quasi etwas wölbt, dann könnt ihr die gut auflegen auf den Nagel. Und wenn ihr damit noch mit der Frischhaltefolie das Ganze fixiert, dann ist das ganz plan oder relativ plan, auf dem Nagel zu verarbeiten als Nail Art. Ja, ich glaube, das lege ich nochmal beiseite. Das könnte nochmal zurückkehren an meinen Tisch. Das war auch ein Geschenk. Das habe ich aber jetzt schon mit was anderem gemischt. Hier ist nicht mehr viel drin. Das war von Luni. Dann habe ich hier noch so noch ein Geschenk. Ey, guck mal an, ich habe die alle gesammelt. Ja, wisst ihr, weil die in diesen Döschen drin sind und alles, was eckig ist, schütte ich mir dann um. Und das sind so Sachen, die habe ich halt immer noch nicht gemacht. Ne? Ich komme halt nicht dazu. Ja, ich hoffe, dass es jetzt wieder besser wird, wo ich vormittags anders strukturiert unterwegs bin, weil die Kinder einfach in der Schule sind. Und so, wahnsinnig schön. Das Glitzer ist Jolefin-Mix und war auch im Adventskalender drin. Ich habe mir dieses Jahr wieder eingewünscht. Ach, apropos, das wäre doch mal eine Frage. Ladies and Gentlemen, wie sieht's aus mit Adventskalender? Welche hattet ihr schon? Von welchen wart ihr wirklich begeistert mit Preis und Leistung? Weil ich möchte nicht die Katze im Sack wünschen. Ich wünsche mir den nämlich zum Geburtstag von meiner Tochter. Und wir hatten jetzt schon überlegt, willst du vielleicht mal eine andere Firma ausprobieren? Also ich weiß, dass Craft Design auch einen hat. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt meinen ersten gehabt. Das war Jolefin in der Mittelklasse-Preissegment. Also es gibt ja, glaube ich, drei, ne? Und ich hatte, glaube ich, den mittleren. Ja, war ganz lustig, weil halt viel Nail Art drin war. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe so viel. Wenn ihr wüsstet, was, ich habe noch zwei weitere Kisten voller. Ja, ich könnte hier bald sowas wie eine Auktion machen, glaube ich. Aber die waren echt schön. Ja, also wie gesagt, haut's mal in die Kommentare. Welcher Adventskalender hat euch bisher wirklich begeistert im Nageldesign von den Shops her? Und das würde mich interessieren. Da dürft ihr mir helfen. Ja, da habe ich ja auch mal wieder eine Transferfolie. Holo mit Röschen. Und das ist Trendnails. Trendnails war ich am Anfang so ganz, ganz begeistert. Fand ich cool. Aber in der Zeit, wo ich da war, ich war auch immer auf der Hausmesse, war auch ganz lustig. Ist das schön oder ist das schön? Ist wieder so ein Probiertipp von mir. Ah, das ist richtig lila. Ich glaube, das ist das Lila von der Nicole Weiß. Liegt es hier drin? Ne? Ja, hier ist es. Das ist es. Too light. Aber wir kommen gleich zu meinen Farbgelen. Machen wir erstmal hier straight away weiter. Ja, also Trendnails habe ich so gut wie nur. Lasst mich überlegen. Ich glaube, das sind ist ein Shop, den kann ich an einer Hand abzählen. Ich habe ein 3D-Gel davon. Ich habe einen Pinsel, und zwar den Universalpinsel von Trend Nails. Und was habe ich noch? Das, was ich ihm gezeigt habe. Diese Folie, das war, glaube ich, nee, das war, glaube ich, tatsächlich eine Bestellung. Und ich habe gestartet mit dem Double Tape. Davon bin ich aber jetzt wieder weggegangen, weil Nicole Weiß hat ja jetzt auch ein Double Tape. Gott, so ist es ja nicht. Und da ich ja da vermehrt einkaufe, also man bündelt sich halt irgendwann. Das ist ein schwarzer Glitzer von Maniac Styles. Cooles Zeug. Das ist kein Nail Art Pigment. Das ist von meinen Epoxy-Harzgießen. Das ist hier nur reingeschwappt. Das muss ich mal ganz rausnehmen. Glitzer, Glitzer, Glitzer in Blau. Hier fliegen noch Tipps rum, okay. Markert Glitzer, ein Mix. Wow. Den wollte ich auch umschütten. Das sind verschiedene Anteile. Blümchen, Blättchen und Dots. Auch so eine meiner Lieblingsfarben, Lachsfarben, habe ich früher mal total gern getragen. Mit Weiß in Verbindung oder mit Schwarz. Das ist auch irisierend, auch sehr fein, muss auch umgeschüttet werden. Oh ja, ich war hier diesmal auf dem Tablett sehr glitzer- und pigmentlastig. Ja, das wollte ich wieder einsortieren. Das kommt wieder in meine Glitzer, in meinen Glitzerdreh. Entschuldigt, ich habe gewackelt, glaube ich. Born Pretty. Was ist hier los? Habe ich umgeschüttet. Das sind die Reste. Muss ich auch erst nochmal den Rest rauskratzen. Dann haben wir nochmal Aurora, Nicole Weiß. Oh. Da gehe ich ganz sparsam mit um. Ich finde es so mega schön. Ja, muss auch. Ist halt eine große Dose, deswegen ist sie nicht in meinem Dreh drinne. Das ist dann immer so in meiner Glitzerkiste. Schade. Aber gut. Je mehr, desto besser davon. Ja, schaut mal an. Light Elegance. Wer kennt es?
habe ich dieses Produkt und ich habe, glaube ich, noch zwei Farbgele. Sehen wir gleich. Sehr kostenintensiv, aber cooles Zeug und immer innovativ in ihren Ideenreichtum, muss ich echt sagen. Ich habe es mir gegönnt, aber ich würde es mir nicht wieder gönnen, sagen wir es so. Also, wie gesagt, ich habe so viel. Schaut euch das an. Hallo, hallo. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Auch so zu Weihnachtsnägeln oder jetzt hier, wenn die Winterszeit losgeht, brauche ich sowas immer auf den Nägeln. Also Royal Glitter tue ich weg. Das kommt. Ist das die zweite Dose? Ach, das ist meine offene. Die darf nicht weg. Die bleibt hier am Tisch. Sonst vergesse ich das. Genau, dann haben wir nochmal Glitzer. Glitzer, Glitzer. Also, ich war echt überrascht, dass ihr sowas so interessant findet. Riesendose und hier sind auch wieder diese Schmetterlinge. Ah, ich weiß nicht. Weiß nicht, warum ich die nicht mag. Ich mag ja eigentlich Schmetterlinge. So, jetzt gucken wir mal. Das hier ist ein Fiberglas Milky von Online Hard. Das war auch irgendwie, wollte ich es leer machen. Kann das sein? Ja, das wollte ich irgendwie mal leer machen. Auf einen Tipp verarbeiten. Ja, Tipps sind hier auch noch drin. Und meine aller Lieblingstipps hier mit den. Oh, ich liebe das. Wenn ich keine Lust habe auf Schablone und es muss ein bisschen zügig gehen, dann habe ich die auch im Repertoire. Natürlich. Ich habe so viele Tipps. Ah. Tipps, Tricks und Kniffe. Hier habe ich noch ein bisschen Restfolie. Und Restfolie habe ich auch so ein kleines. Ich zeige euch ein kleines Päckchen. Das finde ich so süß. Kann ich mich nicht von trennen. Und Schnipsel kommen dann hier so in diese Schnipselkiste rein. Das sind nur Schnipsel. Ja, ihr seht schon, ich kann mich dann von Schnipseln auch nicht trennen. Das ist so wie bei den Männern in der Garage. Ja, das ist immer so Argument, wenn mein Mann mich ein bisschen aufreiben möchte und ein bisschen ärgern möchte, was meine Leidenschaft Nageldesign angeht, dann komme ich dann immer mit der Garage und mit den vielen Schraubschlüsseln und Schrauben und hast du nicht gesehen und Feilen und ich muss immer lachen, wenn er wieder mit einem neuen Set ankommt, ne? Weil könnte ja sein, dass man diesen Schraubschlüssel noch nicht hat, oder? Keine Ahnung. Aber das ist genau das Gleiche. Eins im Eins, ne? Ob ich jetzt einen Mann habe, der in der Garage gerne tüftelt. Oder überhaupt, das braucht man ja alles, ne? Das ist ja auch immer das Argument. Also man braucht immer einen Schraubschlüssel. Also das ist immer wichtig. Ich brauche nur einen. Das muss ein Kreuz- und Schlitzschraubenzieher sein und einen Hammer und den Erste-Hilfe-Kasten daneben, weil es könnte ja sein, dass ich mir meinen Finger klopfe. So, ah, jetzt erstmal hier. Hallo, wir haben es geschafft. Das ist der Rest und das ist der Rest Farbgele, die jetzt noch zu verräumen sind. Lecker Kaffee. Jetzt habe ich so viel geschnackt. Ha, wir haben gleich eine halbe Stunde. Ich würde sagen, ich stöpsel euch jetzt. Oh ne, wir gehen erst die Farben nochmal durch und dann stöpsel ich euch mal kurz ab und wir gucken auf meinen Dreh, was da noch auf uns wartet. Weil da seht ihr die blanke Wahrheit. Ja, also ich habe mich schon geschämt, dass ich so viele Arbeitsgele habe und ihr habt sie noch lange nicht alle gesehen. Ich möchte es euch nicht antun. Ihr wisst, was ich am meisten benutze. Das ist Nicole Weiss, das ist Kraftdesign und noch so ein paar Ausreißer, aber dann ist auch schon Schluss. Und es sind halt zwei neue Dinge dazugekommen. Das war das Model Ones Acrylgel, was ich klasse finde. Und ja, ich bin ein kleiner Suchti, was das angeht. Nein, es kommt halt viel zusammen. Ich bin ja jetzt seit gestern dabei. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Und wenn die Sachen nicht umkippen, warum soll ich sie denn wegschmeißen? Also, hier ist vor allem wieder, was sehen wir? Nicole Weiss. Ich habe es noch nicht fertig gebracht, alle mit diesen Blümchen zu besetzen. Dieses Video ist ja auch durch die Decke gegangen. Ein dicker Knutsch nochmal raus an dich, liebe Patty. Sie war Initiator dieses Videos. Ja, entschuldigt, der Herbst kommt. Mein Fröschchen ist da. Neon Fuchsia. Geile Farbe. Mach sie mal auf. Ja, also, oh, kriege ich Gänsehaut. Dann das Tulip, ein auch wahnsinniges, cooles Teil. Oh, ich liebe diese Töne. Ja, dann hier nochmal Nicole Weiss, ein Cat-Eye. Ihr wisst, ihr Lieben, ich liebe Cat-Eye rauf und runter. Das ist zu putzen, würde ich sagen. Wir müssen das einmal putzen. Ja, so. Der Deckel innen auch verschnüdelt. Ah, das ist halt so. Genau. Eine tolle, tolle Farbe. Sehr, sehr schön.
Nicole Weiß. Gut, was haben wir noch? Ein Cat Eye von Mekos Meo. Die sind bei mir um die Ecke. Da wollte ich schon immer mal hinfahren, aber die C-Pandemie hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben nämlich auch Hausmessen. Da kann man auch hinfahren und sich die Produkte vor Ort anschauen. Und Leute, was gibt es Schöneres, wenn man die Farben einfach naturell sehen kann? Selten, dass ich mich vergreife in dem Farbton. Meistens ist es eher die Textur. Aber jetzt nicht bei Mekos Meo, das war jetzt allgemein gesprochen. Cat Eye Nummer 11. Klasse Geschichte. Seht ihr gleich noch mehr von. Also, und dann haben wir, wie gesagt, Light Elegance. Das ist ein absolut teurer Schatz hier am Tisch. Das habe ich mitgebracht damals von Kalka. Ich glaube, es ist inzwischen 4 Jahre her. Oder sind es vielleicht schon 5 Jahre? Ich weiß es nicht. Der ist noch tippitoppi. Da gibt es nichts zu meckern. Und zwar absolut Nails. Da habe ich auch ein paar Töpfchen von, ein paar wenige. Und die hatte damals die Beraterin, die da am Stand eben mitverkauft hat auf ihren Nägeln. Und ich bin kein Grüntyp, aber das hat mich abgeholt. Das hat mich so abgeholt. Die hatte Feennägel gemacht, wirklich laut Produktname. Das war, glaube ich, eine Reihe, die so in diese Richtung ging und es hat mich so begeistert. Also das ist wirklich was, das nimmt mich mit. Was haben wir hier noch? Ja, natürlich haben wir auch ab und zu mal Lüni dabei. Das ist Aladdin, das war irgendwie, glaube ich, eine Box. Das habe ich mir rausgeholt, genau, und ich nehme es jetzt. Nein, ich tue es wegpacken. Das sind die Farben, die ich mir jetzt für den Herbst so zusammengestellt hatte. Hier haben wir das Nagelzentrum. Ganz zu Anfang habe ich da viel geordert. Hoppala, ein Goldbraun. Dann haben wir hier gar nichts mehr draufstehen. Noch die 118 für mich, ist okay. Cooler Glitzer, Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, bin ich in der Kamera? Ich mache hier einfach, ne? Und dann so ein cooles Taub Richtung dunkel, matschig, braun. Und das ist MSE. Genau, MSE ist bei mir auch vertreten. So, ihr Schnuckels. Ich tu uns umstöpseln und wir schauen uns die blanke Wahrheit an, was bei mir unter Farbgelen zu verstehen ist. Bis gleich. Ja, die blanke Wahrheit. Mein Sideboard ist geräumt. Das Köpfchen ist da. Prösterchen, ihr Lieben. Und jetzt geht's zur Sache. Also, als ich angefangen habe damals, das müsste ich auch mal wieder entstauben, habe ich ja jetzt keine Lust drauf, hatte ich diesen berühmten Nagelkoffer, den kennen vielleicht einige, wo dieses Teilchen hier drin ist. Ne, das ist mehrere Lagen, das kann man rein, das ist das Inlay quasi von diesem Nail Art, weiß ich nicht, Köfferchen gewesen. Da sind inzwischen meine Materialien drin, sprich meine Geräte, die ich im Moment nicht benutze. Und die sind da verstaut. Deswegen ist das draußen, weil ich das für mich jetzt erstmal ganz praktisch war. Aber ich wollte umstellen, weil wie gesagt, bei mir fehlen die Schubladen am Tisch. Ich zeige euch auch gleich, wo ich umgestellt habe, mit welcher Verpackung oder beziehungsweise mit welcher Aufbewahrung ich jetzt arbeite. Aber das hier ist immer noch nicht umgeräumt. Ich finde es auch noch ganz praktisch, weil ich habe halt hier diese Ziehharmonika. Ich kann mir das aufziehen und es ist auch noch nicht ganz voll. Die anderen sind voll leer, beziehungsweise sind komplett voll. Und jetzt schauen wir uns mal an. Also hier zum Beispiel, das ist alles inzwischen, ich bin noch nicht lange dabei, bei Lüni einzukaufen. Dann und wann, wenn mich so eine Monatsbox reizt, dann mache ich mit. Aber da muss es wirklich innovativ und für mich neu sein. Ja, und das sind halt jetzt so, da kommt der Aladdin dazu. Das war nämlich hier diese Geschichte, dieses Oriental. Das war eine Box, die ich mir habe kommen lassen. Das ist auch cool für den Herbst hier mit diesem Mikroglitter, verschiedene Farben, Grundton, so ein bisschen Kupfern. Ja, und da hatte ich jetzt angefangen mit meinen Blümchen, aber ich komme nicht weiter. Ich weiß auch nicht. Das ist zuletzt eingezogen. Flakes sind pink, hatte ich, glaube ich, irgendwie mal erwähnt. Keine Ahnung, kann sein. Ja, und jetzt geht es halt hier schon los, dass es nicht mehr alles reinpasst. Nö. Gut, dann fangen wir da wieder an. Gut, ich ziehe es mal auf und wir gucken mal. Hier habe ich zum Beispiel Farbgele von Maniac Styles drin. Davon habe ich 2, 4 Stück. Ja, schaut, hier ist Light Elegance das zweite Döschen. Eine mega tolle Farbe. Ist aber keine Farbe, die bauen damit tatsächlich auch auf. Also das ist nicht nur ein reines Farbgel, sondern damit kann man sandwichen. Genau, so.
Das kommt jetzt hier wieder rein. Ich schiebe das mal darüber und das mit... das lasse ich mal draußen, da fällt mir gerade schon wieder ein Design ein. Also geht wieder raus. So ist das immer, ne? Dann bin ich am Hin- und Herräumen. Hier unten ist alles drin. Alles, was ich nicht wirklich gerne verarbeite, beziehungsweise das hier. Upla, ist ja noch ein Schatz. Ah, den muss ich euch auch zeigen. Be in your bonnet. Hier, ah, Leute, mein Herz. Ich bin heute ein bisschen durch, ne? Wow. Oh. Also da habe ich wirklich schon reingegriffen in den Topf. Ganz tolles Teilchen. Ich habe es irgendwo gesehen und ich musste es haben. Aber das sind so Sachen, bis auf dieses hier, das ist auch noch ganz hübsch. Aber das ist so, hier unten drin sind solche, die gerne ein bisschen stauben dürfen. Sagen wir es mal so. Die sich schlecht auftragen lassen, die irgendwie zicken. Das ist dann hier unten drin. Genau. Genau. So. Jetzt gucke ich gerade, ob hier noch was rein muss. Ja, hier muss noch was rein. Ja, und wie ihr seht, habe ich hier auch dann hier jetzt, hier sind jetzt diese Absolute Nails. Das sind diese, die ich mir damals mitgenommen habe auf Kalka. Oh, den wollte meine Tochter unbedingt hier haben, die Kombi mit dem hier, mit diesem Tosca. Ja, okay. Und ich wollte natürlich hier Lolita Rot und Boston war so meins. Und wie gesagt, die Dame, die da vorgestellt hat, die Nägel, die haben mich geflasht. Stilettos, ich sag's euch. Oh, die hat bestimmt Stunden dran gesessen. Aber was tun wir nicht alles, wenn wir in unserem Rausch sind? Ja, RM Beauty Nails, hatte ich ja schon mal erwähnt, habe ich auch. Genau. Und hier seht ihr jetzt, upla, Entschuldigung, Schätzchens. Mal gucken, ob das hier so mitmacht. Nicht, dass mein Ständer hier gleich wieder wie beim letzten Mal abmarschiert. Ja, ja, er marschiert schon. Ich guck mal, dass ich euch... Also hier ist Mi Cosmeo. Das ist hier auch mehrere Cat Eyes. Da habe ich eigentlich meine ersten Cat Eyes gekauft. Und dann habe ich nachher Nicole Weiss ihre genommen. Seht ihr gleich. Das ist auch ein cooles Cat Eye, weil das so im Untergrund so Glitzer hat. Seht ihr das? Kann man das sehen? Ja, ne? Auch eine ganz coole Farbe. Ja, und dann habe ich mir halt noch normale Farben geordert. Und dieses hier war damals auch der absolute Hype. Ich drehe es mal um. Disco Fever. Das ist also wow. Multiglitter Holo in die Richtung. Ich brauche gerade mal, entschuldigt, wenn ich gerade mal aus dem Bild tanze. Aber hier ist wieder Geschnuddel. Sofort putzen. Bin da ganz empfindlich. Ich mag es nicht, wenn hier irgendwas meint, kriechen zu müssen. Ich sage ja, ich muss alle wieder durchgucken. Ja, also tolle Farben. Tolle Farben lassen sich super auftragen. Und hier ist der zweite Ausreißer. Also ich habe ja gesagt, ich habe nicht viel von Trend Nails. Das kann ich an einer Hand abzählen. Habe ich mir damals auf der Hausmesse gekauft. Fand ich klasse. Jetzt ist mein Pad runtergefallen. Ein Rot-Gold, so Richtung Weihnachten. Obla. Ich muss das gerade noch wischen hier. Das ist auch so ein Kriecher. Bist du ein Kriecher? Ja, ich bin ein Kriecher. Aber nicht auf der Autobahn, sondern hier. Ich krieche mal. Ja, aber nicht mehr lange. Jetzt ist Schluss. Du kommst hier wieder rein. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Und Trend Nails, was ich ja eben sagte. Nee, 4D Plastilin. Die habe ich von Ihnen als weißes. Genau. Das sind beides Ausreißer. Ich kann aber nichts Negatives sagen. Mir gefällt bei Trend Nails... was soll ich denn sagen? Ich fand das halt mit den Hausmessen immer sehr schön. Alles liebe Mädels, aber ich finde, sie sind doch ganz schön... die Preisklasse gefällt mir halt nicht. Es ist mir... Soll ja jeder seine Preise staffeln, wie er möchte. Das ist etwas, das darf bei mir nicht leer gehen. Bei Nicole Weiss habe ich es nicht mehr gesehen. Cat Eye in Schwarz. Ich hatte es von ihr. Ich habe es auch noch in meiner Box. Es musste Nachschub kommen. Black Pearl habe ich jetzt genommen von Color Your Nails. Das ist ein Cat Eye. Das liebe ich einfach. Das liebe ich einfach und es darf nicht alle gehen. Ja, dann habe ich hier noch Rockstar Nails. 4 Töpfchen. Müssen wir da jetzt noch was reintun? Nein. Genau. Und hier, wie gesagt, ich habe... Alles kann man an einer Hand abzählen. Dann nochmal von Trend Nails Stardust Glitter in Roségold und in Gold. Jawohl, das habe ich auch noch. So, jetzt wird es euch langsam übel, oder? Ja, das stimmt nicht. Ich habe wirklich 5 Produkte, Leute. Ich habe gut gezählt hier, ne? Das hier habe ich noch. Das sind 5 Produkte, die ich von Ihnen habe im Moment aktuell. Power Cream Gel Black, also 3D. Tada. Genau. Und das habe ich noch in Gold. Genau. Da sind wir bei 4 Produkten. Habe ich jetzt richtig gezählt? Ach, schiedegal.
Gut, dann habt ihr das mal gesehen. Das habe ich, wie gesagt, hier, so, hier ist das andere, genau. Das sind 4 Produkte. Hallöchen, ist ja lustig, ne? Na komm, dann packen wir es darüber. Wo ich das Gold habe, von dem hier, weiß ich nicht. Das habe ich irgendwo schon verpackt. Genau. Ich stelle das mal beiseite. Und jetzt geht's weiter. Genau. Dann habe ich angefangen, mir bei IKEA diese Stapelkisten hier zu holen. Und da werden wir jetzt gleich mal Staub wischen. Ja. Ich musste die geschlossen nehmen, weil ich habe das halt unter meinem Tisch stehen. Ja. Und unter dem Tisch mit Staub und so. Wo ist mein Glasreiniger? Ihr seid jetzt hier mittendrin, ne? Bisschen blöd, aber wisst ihr, was ich manchmal mache? Wenn ich so gar keine Lust habe zu putzen, Frühjahrsputz oder so, wisst ihr, was ich dann mache? Dann setze ich mich hin und schnapp mir, es gibt ja wirklich Ladies, die das wirklich so leidenschaftlich verfilmt haben auf YouTube. Und es gibt eine, wenn ich der beim Putzen zugucke, dann muss ich es auch machen. Dann muss ich auch anfangen zu putzen, ich weiß nicht, die transportiert mir das so, dass ich wirklich anfange und mache den Putzboogie. Das ist echt, ja genau. Und ja, dann ziehe ich mir sowas rein. Also jetzt seid ihr dabei, wie ich dann hier mal Ordnung schaffe. Also, das sind ziemlich tiefe Boxen mit Deckel. Ich weiß nicht, wie diese Teile heißen, aber das war für mich jetzt erstmal die Endlösung. Hoppla. Wir müssen auch, ja, hier müssen die Blüten jetzt langsam drauf. Hier ist jetzt vertreten MSE und das Nagelzentrum heißt es, glaube ich. Das Nagelzentrum, genau. Die sind hier drinne. Etliche. Ich will jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ihr seht, was das für ein Repertoire ist. Und hierzu kommen quasi jetzt meine Brauntöne. Ich muss sie halt übereinander lagern. Das gefällt mir nicht. Ich werde hier noch irgendwie was dazwischen legen, damit sie gut stehen können, weil so ist es blöde. So kippen sie mir um. Hier muss irgendwie ein stärkeres Papierchen rein oder so. Keine Ahnung. Genau, das ist alles, wie gesagt, MSE und der Nagelladen. Das waren meine Anfangsbestände, die sich aufgebaut haben. Juhu! Entschuldigt, das wird euch schlecht. Ich drehe mal kurz mein Stativ ein bisschen anders. So ist besser. Also heute ist es richtig, ne? Anfänger-Video. Genau. Und dann machen wir jetzt noch die Nicole Weiß-Geschichte weg. Und das sind wirklich meine absoluten. Also die haben mich damals so mitgenommen. Die haben mich so mitgenommen. Ich war so begeistert von dieser Qualität. Diese Frau ist einfach der Knaller. Auch immer, immer irgendwie innovativ gewesen. Das Einzige, wo ich wirklich getrauert hatte, war, als sie ganz kurz nur ihre Silikonhand hatte im Shop und die auch in mehreren Farben angeboten hatte. Und dann war sie auf einmal weg. In dem Moment, wo ich mir auch eine kaufen wollte. Also ich hatte ja dann auch den Nail Trainer noch und wie man halt so anfängt. Ich mache es jetzt ein bisschen spannend, gell? Für die, die Nicole Weiß sehen wollen. Was hat sie? Nails Coffee Tea in ihrer Kiste. Ja, und dann war die Hand plötzlich weg und ich war so, so traurig. Ich wollte die unbedingt haben. Ja. Ich weiß nicht, warum sie die rausgenommen hat. Auch diese Ink Colors mit diesem Schimmer. Die habe ich ja auch nicht mehr gefunden. Die wollte ich auch unbedingt noch haben. Da habe ich auch getrauert. Warum nehmt ihr sowas aus dem Shop? Ich kann es nicht verstehen. Ist es so schlecht gelaufen, dass man es aus dem Shop nehmen muss? So Leute, 3 wollen eingeräumt werden. Jetzt kommt die Spannung. Tada! Das ist die Box von Nicole Weiß. Puh, ja, wie gesagt, ich liebe ihre Farbgeler. Ich bin auch sehr rotlastig, ihr seht das, ne? So, viel Rot. Ja, ich mochte die Aufmachung. Es sieht so edel aus. Es sieht so edel aus und so. Ach, es ist einfach Zucker. Leute, es ist Zucker. 2 Nailart-Gele habe ich hier, sprich Schwarz-Weiß. Oder Art-Gele, Entschuldigung, Nailart-Gele. Art-Gele heißen sie bei ihrem Shop. Ich habe natürlich die Chrome Glams, habe ich auch, nicht alle, aber ich habe viele davon. Das war eins meiner ersten Jeans Glam, was ich bestellt habe. Also eins meiner ersten Töpfchen, wohlgemerkt. Ich hatte auch damals jemanden das weiterempfohlen, auch eine YouTuberin hier auf dem, in der YouTube-Welt und die hat es auch bestätigt. Klasse Sache. Gut, ich bin hier treu geblieben, der Nicole Weiß. Ich werde auch weiterhin dort ordern, aber wie gesagt, ich habe genug. Ich muss jetzt, wie gesagt, ich habe mein Geldbeutel und meine Sparbuchs versteckt.
Es wird jetzt erstmal keine neuen Farbgele geben, weil ich habe echt genug. Die üblichen, ja, die üblichen Verdächtigen, Schwarz und Weiß und Nude, ne? Das ist auch so ein tolles Schätzchen hier. Oh, ich muss die alle durchputzen. Das mache ich aber nachher, wenn die Kamera aus ist. Schau dir, den habe ich auch viel benutzt. So auch im Herbst, so mit Gold. Und oh, ich liebe es. Hier ist noch nichts drauf. Ist relativ neu. Silver Multi fand ich klasse. Hat so einen schönen Glitzer drin, ne? Multicolor. Ja, ich mag es einfach. Oder hier, der ist auch neu. Black Chrome. Also, da, das finde ich geil. Eine geile Farbe. Genau, und hier wandern jetzt rein lila Töne. Packen wir sie zusammen, weil hier lila Love habe ich auch. Ja, wie gesagt, das sind so meine Farben. Gut, und jetzt hier mein Schätzchen. Davon habe ich wirklich den Grün. Obwohl ich keinen Grün mag, als Cat Eye mag ich ihn, den hellen wie den dunklen. Und ich fand das auch so süß, so eine Dark Green Cat Eye oder hier Froggy. Die Namen sind so süß. Magnolia. Und hier das Rot für Weihnachten. Ich mache jetzt keine Motto-Nägel, aber Weihnachten muss bei mir der Nagel rot sein. Tolle Farbe. Oder hier das Rot ist auch super. Super schön. Also hingegen das hier, das habe ich mir nicht gekauft. Das war auch ein Goodie. Das ist so ein, ihr seht schon, der ist richtig alt, der Topf. Eigentlich müsste ich ihn aushärten, in die Tonne klopfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Einer meiner ersten Farbtöpfchen, das sieht man ja auch. Ein Feuerwehr-Orange. Also mehr Orange als Rot. Ich hasse diese Farbe. Ich finde sie furchtbar. Sie ist aber trotzdem noch hier drin. Ja, das ist auch eine tolle Farbe hier. Also die Cat Eye, glaube ich, habe ich alle von ihr aus der Linie. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Keine Ahnung. Atomic Dust. Ja. Was ist hier los? Ja, da müssen wir mal aufrühren. Also ihr seht schon, das sind so rötlich-pinke Schimmer. Wenn man das jetzt aufrührt, wo ist mein Spatel? Wartet, wir rühren es auf. Gut, das habe ich jetzt lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Man muss immer mal durchgucken. Ich rühre für euch. Dann verschwindet das Ganze wieder im Untergrund, vermischt sich. Und das ist wirklich dann so, man kann es gar nicht beschreiben, diese Farbe. Es ist ein grauiges, schlammiges irgendetwas mit diesen Partikelchen drin. Könnt ihr es sehen? Schwierig, ne? Also eine witzige Farbe, muss ich echt sagen. Starshine Atom. Das ist okay. Ah, hier ist ein Töpfchen umgefallen. Wollt ihr meine absolute Lieblingsfarbe wissen von Nicole Weiss? Die müsste ich jetzt auch in Kategorien. Hier sind noch ganz viele Geschenke, kleine Goodies von ihr. Ja, die verwende ich jetzt nicht auf meinen Nägeln. Die gibt es auch, glaube ich, so im Shop nicht. Keine Ahnung. So, meine absolute Lieblingsfarbe ist Rossini im Rotbereich. Hoppla. So richtiges, blutiges, kirschiges, so dunkel kirschrot. Ich liebe diese Farbe. Ich liebe sie. Was mag ich noch besonders gerne? Also Cat Eye ist dann rot. Ist rot mein Favorit, weil das Schwarz ist alle. Tatsächlich, ich habe es alle. Es ist nicht mehr da. So sieht es aus. Liebe ich auch total. Und was liebe ich noch von ihr besonders? Ich gucke gerade, es war ein Blau. Wo ist das? Was ist das gewesen? Nee, das ist auch ein Lila. Ich hatte noch so ein Mega-Blau. Neonblau. Das ist kaputt angekommen damals. Ah, das finde ich auch so schön. Ja, genau. Ich habe es dann mit einem Dings, mit einem Teaser. Mit einem Dings, mit einem Teaser. Umwickelt, damit es trotzdem irgendwie verschlossen ist. Deep Black. Also, da muss ich jetzt mal was zu sagen. Das ist das einzige Farbgel. Das ist der einzige Ausreißer, der bei mir irgendwie zickt. Ich weiß nicht warum. Wenn ich den auftrage, dann ist der so, wie soll ich denn so sagen, so wie als hätte ich einen matten Lack aufgetragen, der matt wirkt. Und wenn er dann einen Moment sich legt, dann zieht er sich erst glatt. Also ein ganz komisches Teilchen. Was ein Glück, ist er fast leer, weil damit komme ich irgendwie überhaupt nicht klar. Aber ansonsten muss ich sagen, Nicole Weiss, Spitze. Da. Er ist kaputt. Seht ihr, ich will nämlich meine Hand fertig machen. Ich bin ein bisschen nackert noch. Ansonsten muss ich sagen, liebe ich sie sehr. Tolle Textur.
Lässt sich wunderbar auftragen, bis auf das Schwarze hier jetzt hier. Keine Ahnung, warum ich das nicht mag oder mich nicht mag. Aber sonst immer tolle Farben. Aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht weiter bestelle. Ja, genau. Die ist auch schön hier. Die muss ich euch auch noch zeigen. Die ist auch klasse. Die muss ich auch schon wieder aufrühren. Die stehen schon zu lange. Ach, das mache ich jetzt nicht. Das ist was für feine Mädchen, echt. Oder so jetzt im Herbst so als Übergang. Das Blossom, wunderschöner Ton, genau. Bubblegum war auch. Habe ich gekauft wegen dem Namen. Ich weiß ja auch nicht. Bubblegum wegen dem Namen. Aber das ist auch so mit diesem Goldschimmer im Sommer. Bäm. Ja, also. Was haben wir hier noch? Purple Blue hatte ich eben auf. Jawohl. Was ich auch schön fand, ist das Türkis. Das ist auch ein toller Ton. Und das seht ihr auch. Rauf und runter getragen. Ist schon fast am Ende. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich gute, qualitativ hochwertige Farbgele zu einem Spitzenpreis, dann seid ihr bei Nicole Weiß genau richtig. So, Kiste zu. Genau, so sieht das bei mir aus. Damit sind sie verschlossen. Mit den doppellagigen muss ich mir was überlegen. Das weiß ich nicht, wie ich das mache. So, und dann stapel ich das so und dann kommt das unter meinen Tisch in ein Regal. Und so steht das dann bei mir. Und ja, wartet, bis ich was raushole und ich dann letztendlich das Ganze verarbeite. So, ihr Lieben, ich gehe mal zurück an den Tisch und stopp mal kurz. So, Köpfchen her, da bin ich wieder. Ja, das war die Wahrheit über meine Farbgel-Exzesse, Einkäufe, die mich so da nun wann überrollt haben und ich dann wirklich kein Nein sagen konnte. Das ist natürlich auch ganz klar von Videoschauen auf YouTube, wenn jemand da wirklich begeistert ist und einen mitnimmt, dann kauft man das eben auch, wenn einem die Farbe gut gefällt. Deswegen schaue ich mir natürlich auch gerne solche Swatch-Geschichten an, wo geguckt wird, der Einkauf von Farbgelen. Genau. Das sind so Sachen, die mag ich auch sehr gerne sehen. Ihr Lieben, mein Kaffee, würde ich sagen, ist kalt. Manchen rollt es jetzt wahrscheinlich die Fußnägel hoch, wenn ich sage, dass ich den jetzt noch leere. Ist mir egal. Was soll ich euch sagen? Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, das ist jetzt lang genug und viel Unterhaltung gewesen. Viel Geschwatz von mir. Ja, mein Tisch ist jetzt wieder einigermaßen, beziehungsweise mein Tablett ist hiermit geleert. Das können wir jetzt gleich noch. Das wiener ich jetzt gleich noch. Und dann kommt das wieder auf mein Sideboard und dann wird das wieder so peu à peu sich füllen. Ist halt so. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was für euch vielleicht entdecken. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob das wirklich so das war, was ihr euch jetzt als zweites vorgestellt habt. Und ich würde sagen, ich überlasse euch den Teil 3. Was wollt ihr sehen? Welches Material oder welche Aufbewahrung von irgendwas, wenn ich es denn besitze, möchtet ihr gerne sehen? Arbeitet doch mal mit beim Teil 3. Welche Wünsche habt ihr? Sagt es mir bitte. Zeig uns bitte, keine Ahnung, deine, ich weiß es nicht. Die Lacke, beziehungsweise Nail-Lacke, die UV-Lacke, die jetzt kurz eingezogen sind, die habt ihr eigentlich alle gesehen in einem Unboxing. Das war ja nur Born Pretty. Aber trotzdem, ich wäre euch dankbar oder ich würde mich freuen, von euch zu hören, wenn ihr explizit sagt, wir möchten, keine Ahnung, deine Pinsel sehen oder deine, ich weiß es nicht. Ja, ich habe noch so einiges, aber wie gesagt, ich habe ja auch so ein paar Videos verfilmt, wo ich einfach auch Aufbewahrungen zeige. Kann ich hier nochmal verlinken in der Ecke. Vielleicht ist damit auch das Anfragen des Kommentar eurerseits schon erledigt, wenn ihr da reinschaut. Aber trotzdem, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich freue mich drüber, ich antworte und lese und verpacke es mit in meine To-Do-Liste. Wenn da was sein sollte, was ich wieder für euch fertig machen kann, dann tue ich das. Und ich würde dann sagen, bis hierhin und nicht weiter, ihr Lieben. Ihr bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen in dieser Zeit. Und wir sehen uns zu dem einen oder dem anderen Video hier wieder bei Nails Coffee and Tea. Bis dahin, tschüss!